Morgengezwitscher im Haus des Meeres. Während die meisten an diesem Samstag genüsslich ausschlafen, ist Michael längst auf den Beinen. Ja, wir sind im Tropenhaus im Haus des Meeres. Es ist jetzt kurz nach 7 Uhr und in circa 2 Stunden haben die ersten Besucher vor, ins Haus zu kommen. Da muss natürlich einiges erledigt sein und da müssen wir schon sehr seitig anfangen und fleißig sein. Eine der ersten Tätigkeiten, die Überprüfung der technischen Anlagen. Die Wasserwerte im Haifischbecken stimmen. Das morgendliche Rückspülen des Sanddruckfilters funktioniert. Verwenden wir in erster Linie, bei vielen Großaquarien, um das Wasser sauber zu halten, damit die Filteranlagen wieder optimal laufen. Laufen muss auch der Arbeitsablauf bei den Blattschneiderameisen. Denen bringt Michael frische Efeublätter. Wenn man das reingibt, dauert es ca. 5 Minuten, bis dann die ersten Blattteile abgeschnitten sind und die laufen schon damit. Die Blätter benutzen die Ameisen, um einen Pilz zu züchten. Der ist die Leibspeise der Insekten. Aber auch Michaels Finger scheint zu schmecken. Also man sieht, wie die drinnen sitzt. Jetzt geht's, das Loslassen. Aber wenn die fest sitzt, die lässt gar nicht mehr leicht los. Weit gefährlicher wird's bei den Würgeschlangen oder der hochgiftigen grünen Mamba. Deren Versorgung bekommen die Besucher nicht mit. Michael will ja kein Risiko eingehen. Deswegen versuchen wir verschiedenste Terrarien mit empfindlicheren Tieren oder wo man Gifttiere dann in der Früh eben schon mit Wasser zu versorgen und zu kontrollieren. So wie die stressempfindlichen Chamäleons und die starken Schildkröten. Ja, da sieht man gleich die enorme Beißkraft von diesen Schildkröten. Also Finger besser nicht reinstecken, sondern eher den Kopf. Die neuen Tunnels unter dem Aquarium sind die Attraktion bei Kindern. Ich muss aber sagen, dass die meisten Kinder da wirklich aufrecht durchlaufen durch diese Tunnels. Also die Küken sind oft nicht einmal. So, die Halle ist sauber. Die Gäste können kommen, oder? Wir werden aber vorher noch die Tiere füttern und versorgen, damit die auch ein bisschen entspannter sind. Da lassen sich die Schlammspringer nicht lange bitten. Genau wie die Schützenfische. Sie schießen Insekten mit einem Wasserstrahl von den Steinen herunter. Beeindruckend. Heuschrecken sind auch das Futter der erst eingezogenen Braunrückentamarinen. Sie teilen sich das Tropenhaus mit den Weißbüscheläffchen. Die Listäffchen warten inzwischen im Groki-Park auf ihren Morgenbrei. Piepsen ist immer ganz lieb in der Früh. Seit 9 Jahren arbeitet der diplomierte Zoologe nun schon im Haus des Meeres. Und noch immer ist er mit Freude dabei. Ja, wir sind etwas ganz Tolles, das ist das Richtige. Macht auch Spaß, hier zu arbeiten, gebe ich zu. Noch mehr Spaß macht es, die Tiere ohne schweißtreibende Arbeit zu bewundern. Und während die ersten Besucher losstarten, kann Michael endlich durchschnaufen.